Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Tumultbox von Herbert Grönemeyer. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Tumult von Herbert Grönemeyer, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Ja, so sieht das Ganze aus. Bevor wir die Folie abnehmen, haben wir hier noch einen Sticker, den wir uns kurz durchlesen. Und zwar lesen wir hier Herbert Grönemeyer Tumult, das neue Album auf Open Air Tour 2019. Okay, dann haben wir hier die Tourdaten aufgelistet, wo der gute Mann zu sehen war. Ist ja mittlerweile vorbei, die Tour. Dann werden wir das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier einen schwarzen Pappschuber, der hier auf der Oberseite so gelocht ist. Und zwar haben wir hier ein H und ein G zu lesen, das Logo von Herbert Grönemeyer, also seine beiden Initialen hier vereint. Von der Seite sieht das Ganze so aus, recht so. Und auf der Rückseite haben wir dann Tumult limitierte Fanbox, auch wieder das Logo, Deluxe CD. Dann haben wir hier einmal die gesamte Tracklist aufgedruckt, inklusive Bonustracks. Und wir haben hier extra Deluxe CD in Geschenkverpackung, Vinyl 7-Inch mit exklusiven Bonustiteln, Wunder und Immerfort, plus zwei Paar Tumult-Socken, Tumult-Armbänder und Foto. Also, wir haben einmal die Tracklist und einmal den Boxinhalt hier aufgelistet. Dann gibt es hier noch die Credits und einen Barcode. Das Ganze, das Schwarz hier, ist wie so ein Pappschuber, wie so eine Banderole, die man hier dann abziehen kann. Jawohl. Und hier kommt dann das eigentliche Cover zum Vorschein oder das eigentliche Boxdesign. Das ist hier in Blau, Weiß und Rot gehalten. So sieht das aus. Also erinnert mich irgendwie ein bisschen so an Schiffe versenken oder so. Aus der Vogelperspektive. Okay. Also rundum in diesem Design gehalten. Auch auf der Unterseite. Alles klar. Dann schauen wir mal hinein. Der Deckel ist abnehmbar. Von innen schwarz. Und dann haben wir hier als Boxinhalt ein paar Socken. Ein zweites Paar Socken. Dann haben wir hier die Armbänder. Zwei Stück. Das Album an sich. Dann haben wir hier so ein kleines Kärtchen. Das sieht nach einem Sticker aus. Und eine weitere CD-Hülle dürfte das sein, oder DVD-Hülle. Und als letzten Boxinhalt, okay, zwei letzte Boxinhalte. Wir haben hier einmal das Foto und dann hier noch die 7-Inch-Vinyl. Auch hier die Innenseite in schwarz. Wir machen das Ganze mal wieder zu. Jetzt die Frage, welche Seite da oben und unten, aber ich glaube, es war so angeordnet. So, dann packen wir auch hier wieder diesen Pappschuber drüber, der da jetzt irgendwie nicht so ganz will. So, aber jetzt. Jawohl. So, die Box kann zur Seite. Und nachdem hier alles ohne Folie kommt, bis auf das Album, können wir direkt mit dem Album starten. So, einmal machen wir die Folie ab. Einmal einstechen. Jawohl. So, dann werden wir die Folie mal entfernen. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Also, so sieht dann das eigentliche Cover aus. Zum Album Tumult lesen wir oben links. Dann oben rechts gibt es nochmal das HG, das Logo von Herbert Grönemeyer. Dann haben wir hier eine Gestalt abgebildet. Und der Kopf dieser Person inklusive Hals ist hier vom Design in diesem blau-weiß-roten Muster, was wir auch schon von der Box kennen. So sieht das aus. Und wir haben auch hier wieder einen Pappschuber, der in gelb und schwarz designt ist. Hier haben wir einerseits mal die Tracklist. Wir haben hier einen Gastbeitrag drauf, und zwar hier Berkan. Und dann haben wir noch die Bonustracks
Und hier sind dann auch noch zwei Remix-Varianten dabei. Also drei Bonustracks regulär und zwei Remix-Varianten, einmal von Hit Impulse und einmal von Felix Jähn. Jawohl. So, der Pappschuber geht dann hier ab. Machen wir auch mal zur Seite. Und dann kommt das Album zum Vorschein. Hier auf der Rückseite wieder HG, auf der Vorderseite wieder dieses wilde Muster. So, dann kommen wir zum Booklet, das sehr dick ist. Also das dürfte echt umfangreich sein. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier die Lyrics vorfinden. Als erstes haben wir hier einmal eine Doppelseite Weiß-Gelb Tumult plus Schwarz die Tracklist. Jawohl. Wie erwartet haben wir einerseits Fotografien von Herbert Grönemeyer und dann natürlich die Lyrics. Sehr schön, das gefällt mir immer gut, wenn die Lyrics hier mit dabei sind. Und hier Fotos von Herbert Grönemeyer. So sieht das aus. Jawohl. Ja, durchgängiges Element hier in diesem Artwork sind auf jeden Fall diese bunten Bälle, die hier fast auf jedem Bild zu sehen sind. Und diese wilden blau-weiß-roten Muster sind auch irgendwie sehr, sehr präsent. So, dann haben wir hier zum Abschluss noch ein Foto. Das dürften dann die Credits sein zum gesamten Album. Noch ein Foto und noch eine umfangreiche Danksagung. Jawohl, zum Abschluss wieder das HG. Dieses Booklet wird hier dann wieder festgemacht. Einfach hier die letzte Seite hier so einklemmen. Dann passt das hier perfekt rein. Hier haben wir dann auch nochmal die Tracklist zum wiederholten Male zu lesen. Die Album-CD sieht dann so aus, in Gelb und Weiß. So sieht das aus. Dahinter alles gelb. So, so viel zu dieser Album-CD. Wie gesagt, auch hier wieder ein Pappschuber in Verwendung. Dann haben wir aber noch eine weitere Hülle, auch diese hier wieder in diesem blau-weiß-rot gehalten. Das Ganze geht dann hier auf dieser Seite auf. Lässt sich hier dann wunderbar öffnen. Und was finden wir hier vor? Oh, ist gar nicht so einfach. Irgendwie blockiert da noch was. Ja, aber jetzt. So, was haben wir hier? Tumult. Ja, jetzt bin ich etwas verwirrt. Okay, wir schauen mal hinein. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das so gedacht war. Einen Moment, wir schauen mal ganz kurz nochmal hier auf diesen Boxinhalt. Ah, na klar, extra Deluxe CD in Geschenkverpackung. Jetzt check ich's, das habe ich vorher irgendwie ignoriert oder überlesen, kann man sagen. Macht Sinn jetzt. Und zwar ist das Ganze so gedacht. Wir haben hier das Album an sich, Tumult, auch wieder hier in diesem Pappschuber. Und in dieser zusätzlichen Verpackung. Warum? Das erkläre ich euch gleich. Wir werden das Ganze mal hier wieder reinmachen. So. Und zwar ist das Ganze so gedacht. Machen wir auch hier wieder zu. Dafür haben wir nämlich auch diesen Sticker. Jetzt macht das Ganze Sinn. Hier lesen wir nämlich von und für. Bedeutet, in dieser Box ist nicht nur einmal das Album für uns, also in diesem Fall für mich, hier in dieser Variante, sondern wir haben hier nochmal das idente Album, auch wieder mit Pappschuhe, mit allem drum und dran, plus diesem zusätzlichen Verpackungskarton. Also diese Verpackung hier ist da nochmal drumherum, inklusive dieses Stickers. Das bedeutet, man kann das ganze Album ein zweites Mal eben verschenken. Das erste bleibt bei euch und die zweite Variante könnt ihr an die Person eurer Wahl weitergeben. Okay, das habe ich auch noch nie gesehen. Also, dass man wirklich zweimal das idente Album inklusive Geschenkverpackung reinpackt. Heftig. Okay. Dann haben wir mit dabei zwei Freundschaftsarmbänder und auch da macht jetzt das Ganze mit dem Schenken Sinn, denn
Eines ist natürlich dann für euch, wenn ihr das anziehen möchtet. Und das zweite könnt ihr dann natürlich verschenken. Also hier in Rot und Türkis das Ganze kann man dann ans Handgelenk machen und dann hier entsprechend zuziehen, um das Ganze dann enger zu machen. Und deswegen haben wir dann auch zwei Paar Socken da drin. Und zwar haben wir einmal in der Größe 35 bis 39, also eher kleiner, ich würde mal sagen eher ja, für Kinder bzw. für Frauenfüße. Und dann haben wir einmal die größeren Socken in der Größe 40 bis 44. Ja, das wären dann wahrscheinlich dann die Socken für meine Füße. Also auch diese hier kann man dann verschenken. Ich werde euch jetzt mal ganz kurz zeigen, wie die aussehen. Ich gehe mal davon aus, dass die vom Designer ident sind, nur die Größe unterscheidet sich. Wir haben hier Tumultsocken, Euro, also ja, die Größe, klar. 80% Baumwolle, 17% Nylon, 3% Elastan, Universal Music Berlin. Auch hier wieder Herbert Grönemeyer Logo. Und dann haben wir hier die Socken. Die sind recht lang. Die sind wieder in diesem blau-weiß-rot gehalten, also in diesem Artwork, das wir schon kennen. Vorne an den Zehen in Rot, dann hinten an der Ferse noch in Türkis. Der Bund ist blau. So sieht das aus. Ja, also sehr farbenfrohe Socken. Und auch da ist wieder dieser Geschenkgedanke mit dabei, weil wie gesagt, ebenso wie diese Armbänder kann man dann natürlich auch diese Socken an eine Person verschenken. Entweder an verschiedene oder man sagt, komm, die Person hat sich's verdient und die bekommt dann einfach alles. Also einmal das Album in der Geschenkverpackung, einmal hier die passenden Socken und natürlich dann auch noch dieses Freundschaftsband. Also alles hier in zweifacher Ausführung vorhanden. Was aber nicht zweifach vorhanden ist, ist einmal dieses hier, das Foto quadratisch. Hier wieder Herbert Grönemeyer vor diesem Teller mit diesen bunten Bällen auf der Rückseite weiß. Und dann haben wir noch die Vinyl mit dabei. Hier auf dem Cover lesen wir fünfmal den Tumult-Schriftzug. Auf der Rückseite wieder das HG. Und dann schauen wir mal hinein. Ups, jetzt habe ich gerade die Hülle verloren. Jawohl. Also wir haben hier eine gelbe Hülle. Auch hier wieder mit HG. Dann haben wir die Credits zu den beiden Tracks. Und natürlich die Lyrics mit drauf. Sehr schön. Und so sieht dann die 7-Inch Vinyl aus. Auf der A-Seite haben wir dann, wir haben es vorhin gelesen, hier haben wir es. Wir haben hier einmal den Track Wunder. Und dann auf der B-Seite wird dann wohl der Track Immerfort sein. Also, das Ganze dann in dieser Vinyl, in dieser 7-Inch Bonus-Vinyl. Packen wir mal wieder zurück. So, und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal eben gezeigt, das 7-Inch Vinyl mit zwei Bonus-Tracks, einem auf der A- und einem auf der B-Seite. Dann haben wir dieses Foto hier quadratisch von Herbert Grönemeyer am Tisch sitzend. Das Album an sich, Tumult, mit insgesamt, ich glaube, 11 Tracks waren es, plus eben Bonus-Tracks. Diesen Sticker hier und der eben zum Verschenken gedacht. Wir haben hier nochmal das Album in dieser mehr oder weniger schon Geschenkverpackung. So wie natürlich die beiden Paar Socken, 35 bis 39 und 40 bis 44. Und auch noch diese beiden Armbänder, diese Freundschaftsbänder. Also auf jeden Fall ein gelungener Boxinhalt, mit dem man jemand anderem dann auch nochmal Freude machen kann, indem man das Ganze entsprechend weiterschenkt bzw. den Boxinhalt aufteilt. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Tumult von Herbert Grönemeyer. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Herbert Grönemeyer unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.